Wer euch begegnet, wer euch beobachtet, wer euch kennt, hat Liebe gesehen. Tief, freundschaftlich, ebenbürtig, ehrlich, bedingungslos. Eure Geschichte ist etwas ganz Besonderes. Selten hat man gehört, dass zwei Menschen so sehr zu einem Ganzen verschmelzen. Das Geben und Nehmen in dieser Art und Weise eins werden, dass es kein Meins oder Deins gibt. Eure Geschichte beginnt in Ulm. Eigentlich merkt man schon daran, wie es dazu gekommen ist, dass ihr euch überhaupt in Ulm begegnet seid, dass da irgendwie die Magie mitgespielt haben muss. Heartbeat in the quiet, spotlight in an empty room, a song in the silence, my dreams come into view. Dass wir beide hier heute stehen. Bei unserem ersten Treffen vor 11 Jahren hätte ich mir nie träumen lassen, dass der immer gut gelaunte Quatschkopf, der mich damals immer mit rausgestreckter Zunge begrüßt hatte, bald darauf nicht nur mein bester Freund, sondern auch die Liebe meines Lebens wird. Ich freue mich so sehr auf alles, was noch kommt. Und verspreche dich hier und heute vor unserer Familie und unseren Freunden, dass ich für den Rest meines Lebens mindestens 5 Minuten am Tag süß bin. Das ist nämlich ein Versprechen, was ich immer mehr geben muss. Und immer versuchen werde, dich so glücklich zu machen, wie du mich jeden Tag machst. Da, wo du bist, ist mein Zuhause. Ich liebe dich. Damals, heute und für immer. Als ich dich gefragt habe, ob du mich heiraten willst, war ich noch nie so nervös und unsicher wie zuvor. 30 Sekunden später habe ich mich gleichzeitig noch nie so glücklich gefühlt. Ich liebe dich und bin so glücklich, dass du ja gesagt hast. Du bist für mich nicht nur meine Freundin, Verlobte und jetzt auch Ehefrau, sondern mein größtes Glück, meine große Liebe und meine Lebensgefährtin, mit der ich für immer zusammen sein will. All die vergangenen Urlaube, von einem Kurztrip nach Saragossa, über ein Candlelight-Dinner auf dem Pariser Eiffelturm, zu einem Campingtrip im Zelt auf einen kanadischen Gletscher, waren alle wundervoll und ich bin dir so dankbar, dass du mit mir diese Erfahrungen geteilt hast. Auf all diese schönen Erlebnisse blicke ich voller Glück und Liebe zurück. Ich kann es kaum erwarten, was unsere gemeinsame Zukunft für uns bereithält. Auf alles, was wir gemeinsam noch bewältigen, was wir erleben und was wir vor allem zusammen aufbauen werden. Wenn wir mal nicht zusammen unterwegs sind, wenn du weg bist oder ich alleine, freue ich mich so sehr, dich wiederzusehen. Meinen Schlüssel aus der Hosentasche zu kramen, die Wohnungstür aufzuschließen und endlich wieder deine Stimme zu hören. Ich verspreche dir, jeden Abend einen guten Nachtknutsch zu geben
und jeden Morgen einen Kaffee für uns zu machen. Du gibst mir stets das Gefühl von Liebe und Zweisamkeit. Ich liebe dich.